dass Deutschland sich de facto zum Einwanderungsland erklärt hat. Wir erinnern uns, noch vor 5 Jahren sagte die CDU, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Tatsache, dass in Deutschland mittlerweile mehr Türken zu Hause sind, als jährlich deutsche Kinder geboren werden. Tatsache ist auch, dass im sogenannten Asylverfahren Hunderttausende, ja Millionen Fremder in unser Land stürmen, regelrecht stürmen, Sie haben richtig gehört, und hier Sozialleistungen in Anspruch nehmen, für die der deutsche Steuerzahler hart arbeiten muss. Tatsache ist auch, dass die medizinische Versorgung dieser Fremden direkt aus der Steuerkasse finanziert wird. Ob Zahnbehandlung, ob medizinische Grundversorgung, ob Wohnungsfinanzierung, ob Heizkostenrechnung, ob Stromrechnung, ob Kleiderzuschuss, ob Waschmaschinenzuschuss, ob kostenlose Kinderkrippenplätze benutzt werden können oder die sogenannten Kita-Plätze aus der Sozialkasse liquidiert werden. All das ist eine Tatsache, die Sie in den normalen Systemmedien nicht zur Kenntnis nehmen können, weil die öffentlichen Systemzeitungen, die sich hauptsächlich im Privatbesitz befinden, dieses nicht darstellen. Thank you.
Gruppe zu tun haben, die es nicht ertragen, dass wir Nationalisten frei ihre Meinung sagen können. Bereits Zustände, dass in jedem Stadtviertel deutsche Menschen alles nicht mehr vor die Türe treten können. Wir haben in den Schulen Zustände, dass die deutschen Eltern aus diesen Vierteln wegziehen, damit ihre Kinder vernünftigen Schulunterricht erhalten können. Deutschland zehrt sich aus. Deutschland wird ausgezehrt. Und wenn wir den Begriff der Auszehrung einmal definieren, dann stellen wir fest, dass Deutschland auf zwei Säulen ausgezehrt wird. Die eine Säule, das ist die soziale Säule, die ein friedliches und ein selbstbestimmtes Leben darstellt. Diese Säule wird konterkariert durch die ausbeuterlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter die die deutschen Menschen durch eine sogenannte Globalisierung gesetzt werden. Und die zweite Auszehrung, das ist Thema biologischen Teil, der in Deutschland sich zunehmend verweigert, sich zu reproduzieren. Das heißt, was von den Politbonzen als demografischer Wandel in die Welt gesetzt wird, ist in der Wirklichkeit eine Vergreisung des deutschen Volkes und damit eine Devitalisierung der deutschen Nation. Und welch klein garierter Geist uns hier gegenübertritt, das bemerkt man daran, mit welcher infantilen Freude diese lieben Schreier sich erfreuen, wenn irgendeine rote Tomate ihr Ziel verfehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die Wahrheit lässt sich natürlich nicht durch extremistisches Geschrei unterdrücken. Ich sage Ihnen, das, was Sie hier heute geboten haben, ist ein markantes Beispiel, dass der deutsche Bürger in Zukunft nicht mehr frei auf der Straße oder sonst wo sein.